heute ist wieder mal ein Scan angesagt für unser Baby. Ja. Vorerst die zweite und vorerst erstmal letzte Untersuchung, gehe ich mal von aus. Ne? Ja, das andere ist ja nur noch wachsen und ja. Mhm. Heute sind wir mal gespannt, ob uns der kleine Engel verrät, ob es ein Boy oder ein Girl wird, ob für Julie sich der Wunsch erfüllt von einem Schwesterchen oder von Jamie der Wunsch von einem Brüderchen. Mal schauen, ob wir das heute rausbekommen. Ja, ich persönlich würde ja auch lieber mal noch so eine kleine Schwester für Julie haben. Das ist aber eine schöne Vorstellung, dass wir dann zusammen aufwachsen und so sich so haben als Schwestern. Aber wir gucken mal. Und wenn nicht? Wenn nicht, dann gibt es ja alle Möglichkeiten. In zwei, drei Jahren nochmal Baby-News von uns. Genau. Bis es dann irgendwann nochmal eine Schwester wird. Ja. Deshalb habe ich auch drei Brüder, sollte auch mal eine Schwester werden, aber nicht dazu gekommen, halt auf der Seite. Ja, da fahren wir gleich zum Doktor, mal gucken. Auch wieder ein schönes Video machen. Ja, auf jeden Fall merkt man, dass es wirklich sehr gewachsen ist seit dem letzten Mal. Jetzt die letzten Tage habe ich echt ein bisschen fertig gemacht, viel geschlafen dann auch. Und ja, merkt man schon, dass es echt jetzt wächst und immer mehr tritt, immer doller tritt. Ja. Ja, ist auch ein schöner Kugelbauch und ist auch schön jetzt für mich denn langsam mal zu spüren, dass man das Baby auch spüren kann halt. Ne? Vorher ist es ja ein bisschen noch unwirklich als Mann halt, dass man denkt, dass man das mehr spürt und das von außen dann weniger. Also. Genau, jetzt so langsam, aber beim Handauflegen, jetzt merkt man schon mal, wenn ein kleiner Tritt oder eine Bewegung halt da ist oder wenn du auf der Seite gelegen hast, dass es sich dann auf die Seite kuschelt. Ist mein Bauch auch ganz krumm. Ja, dann kann man das ganz gut sehen. Ja, und mal schauen, was die Kinder heute auch wieder sagen, wenn er so ein Ultraschallbild an die Wand gerufen wird. Julie noch ein bisschen unwirklich. Ja. Ist halt immer eher so nicht so dafür, dass der Arzt dann auf mir irgendwas rumschmiert und das Ultraschallgerät da drauf hat auf meinem Bauch. Aber gucken wir mal. Genau. Und wir nehmen euch ja wieder mit. Ja. Ihr seid dabei. Und dann schauen wir uns nachher gemeinsam vielleicht die Bilder an. Genau. Okay, bis später. Bye. Ja, hallo Leute, da sind wir wieder. Wir waren ja heute beim Arzt. Da habe ich ja vorhin gesagt, dass heute wieder so ein Screening ansteht fürs Baby. Und da waren wir gerade alle zusammen. Genau, da gibt es ja ganz, ganz viele Dinge, die man machen kann. Es wird jedes Jahr mehr mit der Arzt. Ja. Wir haben uns entschieden, nur eine Basic-Untersuchung zu machen, ob alles noch lebt, noch da ist. Und ja, und das reicht ja auch. Das hat er auch gesagt, das ist eigentlich Quatsch, dass man da so viel scannen kann und ja. Also es war auf jeden Fall ganz toll, das kleine Herzchen schlagen zu sehen, so die Beinchen zu sehen, die Wirbelsäule zu sehen und vor allem auch schön die Kinder dabei zu haben. Ja, aber süß, hat Julie erstmal gesagt, wo sind denn die Eltern? Ja, das blenden wir euch hier vielleicht mal gleich ein, dann könnt ihr das sehen, was Julie da erzählt hat. Ist das mein Schwester? Könnte sein, oder ein Bruder. Oder mein Bruder. Ist denn meine Schwester? Hm. So, dann ist sie der Kopf. Ich muss den Onkel gleich fragen. Und deine Eltern sind Breiter nicht da. Ist 3,7 cm. Deine Eltern sind wir sind nicht doch da. Die Eltern, Jones. Ist doch voll süß, oder? Ne, immer schön, wie die Kinder das wahrnehmen. Ja, leider konnten wir nicht sehen, ob Junge oder Mädchen, weil es lag eben, wie ihr gerade gesehen habt, auf dem Bauch, also hat nur die Seite gesehen quasi und es war eben dann nicht möglich diesmal, aber gut. Haben wir noch ein bisschen Surprise. Und genau, so wissen wir nicht, was es wird am Ende des Tages und die Kinder sind auch nicht enttäuscht, weil Julie wünscht sich ja, wie gesehen, ein Schwesterchen. Jamie wünscht sich einen Bruder und so sind beide noch glücklich, dass sie nicht wissen, was es wirklich wird. Ja. Ne? Ja, jetzt haben wir noch einmal einen Ultraschalltermin und danach wollen wir dann erstmal tot sein lassen, dann kurz vor der Geburt nochmal eventuell, ob es auch richtig liegt und alles. Ja, in den letzten Wochen haben wir uns ja Gedanken gemacht, auch über den Geburtsort, wo wir das Baby dann zur Welt bringen wollen. Auf jeden Fall wird es warm und tropisch, sodass wir da einfach eine schöne Zeit haben. Und warm, tropisch, sicher, die drei. Sicher, natürlich auch, klar. Ne? Ja, natürlich. Sollte ganz entspannt sein und dann möchte man auch die Sicherheit haben, dass wenn was ist, alle Möglichkeiten trotzdem da sind, aber so wenig wie möglich Einfluss von außen. Stimmt, da haben wir gerade
schon ziemlich uns einig, dass da alles passt so bei uns jetzt. Gibt da schon einen klaren Favoriten. Falls ihr ein paar Spekulationen habt, könnt ihr euch gern unten an der Diskussion beteiligen, in den Kommentaren was reinschreiben, was ihr glaubt, wo es vielleicht hingeht. Mal gucken, wer auch recht hat. Ja, ist immer spannend da zu lesen, was es denn alles so für Ideen gibt. Da, ne? Da freuen wir uns in jedem Fall. Dann. Ja, ansonsten gab es noch ein schönes, oder gibt es noch ein schönes Video von unserem Ausflug, den wir ja gemacht haben, über den Vatertag oder nach dem Vatertag. Genau, da waren wir ja mal in der Wildnis unterwegs und haben ein paar Experimente uns angeschaut, ein bisschen was gelernt und gezeltet. Das Video haben wir eigentlich schon fertig geschnitten, aber iMovie hat uns da einen kleinen Streich gespielt, hat nicht alle Dateien so korrekt geladen, dass ich da das ein oder andere nochmal nacharbeiten muss. Aber ich denke mal, zum Wochenende wird auch das Video fertig werden. Und dann habt ihr nochmal ein bisschen ein längeres Video und einen Einblick in unser Live. Mhm. Und im Sommer hier in Deutschland. Genau. Dann seid ihr da auch nochmal mit dabei und seht, wie wir da so in der Natur unterwegs sind. Ja, war ziemlich viel los, ne? Viele Kids, aber auch viel Spaß. Also war echt super. Ja, hat den Kindern super gefallen. Das Entscheidende. Ne? Ja, und dann seht ihr wieder mehr von uns. Die Auf nächste Fall. Zeit. Wir würden uns immer freuen über einen Daumen nach oben und klar über ein Abo auch. Dann seid ihr immer live dabei oder zumindest aktuell dabei, wenn es Neues gibt. Sowohl aus unserem Live, von unseren Reisen, von Jamie und Julie und auch vom Baby. Und dann wisst ihr immer alles, was bei uns so abgeht. Ja. In dem Sinn, bis die Tage und bye bye.